Hi und herzlich willkommen zu einer kleinen, feinen Gehirn-Jogging-Einheit, bei der ihr euer Wissen über die Potenz- und Wurzelgesetze perfekt auf die Probe stellen könnt. Probiert's mal, ich will nicht zu viel verraten. Es geht darum, 27 Achtel hoch 2 Drittel so weit wie möglich zu vereinfachen. Und dafür müsst ihr, wie gesagt, Potenz- und Wurzelgesetze anwenden. Probiert's mal aus, schaut mal, ob ihr es hinbekommt. Und dann kommt hier die Auflösung. Ihr müsst wissen, dass da oben dieser Exponent von unserer Potenz, ne, das Ding heißt Exponent, das ganze Ding heißt Potenz und das hier heißt Basis. Ihr müsst wissen, dass der Exponent zerlegt werden kann in eine Multiplikation. Wir könnten da oben ja auch sagen, 2 mal ein Drittel. Und dann müsst ihr wissen, dass a hoch b mal c ja auch geschrieben werden kann als a hoch c mal b. Denn schließlich, ne, ist Multiplikation kommutativ und man darf das vertauschen. So, und dann geht's weiter und ihr müsst wissen, dass eine Potenz, die oben im Exponenten eine Multiplikation hat, auch als Potenz einer Potenz geschrieben werden kann. Also wenn man Potenzen potenziert, werden die Exponenten multipliziert. Also, ne, wenn wir das vervollständigen wollen, könnten wir auch a hoch b in Klammern hoch c schreiben. Und ihr seht, dass man beim Potenzieren von Potenzen offensichtlich wegen der Kommutativität der Multiplikation die Reihenfolge des Potenzierens vertauschen darf. Was heißt das für uns? Das heißt, dass wir hieraus 27 Achtel hoch ein Drittel und das Ganze quadriert machen können. Und dann müsst ihr wissen, das ist wahrscheinlich der schwierigste Schritt, dass dieser gebrochene Exponent nichts anderes als die dritte Wurzel bedeutet. Die zweite Wurzel wäre hoch ein Halb, die dritte Wurzel hoch ein Drittel, die vierte hoch ein Viertel und so weiter. Das heißt, hier bei uns ist es eigentlich die dritte Wurzel aus 27 Achtel und das Ganze quadriert. Und jetzt löst sich alles auf. Die dritte Wurzel aus einem Bruch zieht man nämlich, indem man sie oben im Zähler zieht und unten im Nenner zieht. Und die dritte Wurzel generell sucht eine Zahl, die dreimal mit sich selber multipliziert auf den Radikant führt, also auf das hier unter der Wurzel. Wen kann man dreimal mit sich selbst multiplizieren, um auf 8 zu kommen? Natürlich die 2, weil 2 mal 2 mal 2 ist 8. Also ist 2 die dritte Wurzel aus 8. Und die dritte Wurzel aus 27 ist 3, weil 3 mal 3 mal 3 ist 27. So sieht das Ganze natürlich also aus. Hier noch die Quadratklammer drum. Das heißt, wir quadrieren, ähnlich wie beim Wurzelziehen, Zähler und Nenner für sich, haben 3 Quadrat durch 2 Quadrat, was 9 durch 4, also 9 Viertel ergibt. Und das ist hier das Endergebnis. Weiter vereinfachen kann man es nicht. Für eine andere Aufgabe, wo ihr auch die dritte Wurzel ziehen müsst, schaut mal hier rein und übt das, falls es euch schwer gefallen ist. Und für eine krassere Übung auf höherem Niveau zu Potenz- und Wurzelgesetzen empfehle ich euch das Video da oben drüber. Wiederholt die Grundlagen, die sind super wichtig. Viel Spaß dabei, bei Fragen meldet euch und bis bald!